Herzlich willkommen zur dritten Folge des Blair Reviews hier auf meinem Kanal. Und falls ihr die ersten beiden Folgen noch nicht gesehen habt, dann checkt die doch gerne auf meinem Kanal ab. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und viel Spaß mit dem Video. So, und zwar geht es hier um diese Karte. Scott Sinclair. 4 Sterne schwacher Fuß, 4 Sterne Spezialbewegung. Und die Stats sehen vor allem sehr, sehr gut aus. Schussstats passen, Abschluss kann vielleicht minimal höher sein. Sprinttempo braucht man nichts zu sagen, ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dribbling-Stat könnte ein bisschen besser sein, wenn ich ehrlich bin. Beweglichkeit passt. Übersicht muss man schauen, ob das soweit passt. Stärkewert ist sehr, sehr gut. Und ja, er ist Tempo-Dribbler und Dribbeltechniker. Und dann schauen wir mal, wie er sich so spielen lässt im ersten Match. Und dann gehen wir zum ersten Match, würde ich mal sagen. Ravensberg, die Vorlage, sehr, sehr gut gemacht. Jetzt zum Sinclair, sein erster Treffer, aber der Abschluss nicht so gut. Wenig Anspieloptionen. Aber da kommt der Ravensberg, gut gespielt zu Sinclair. Sinclair mit der Vorlage, okay, die war nicht allzu einfach. Hier nochmal der Pass. Fehler. Sinclair nutzt es aus. Ja, der nutzt es aus. Und da ist sein erster Treffer. Mal endlich im zweiten Game. Ganz rüber zum Sinclair. Spielt. Und vielleicht ein Treffer von Sinclair würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Hier Sinclair. Setzt er sich da durch. Da sprintet er sehr, sehr gut. Ruder gewinnt hier die Duelle. Hier die Vorlage kommt nicht ganz an. Aber macht er trotzdem sehr, sehr stark. Oh. Also, macht er gar nicht schlecht. Hier zum Sinclair. Ach, nicht ganz. Let's go über die Außen. Ah. Pass zum Sinclair. Der ist sehr, sehr schnell unterwegs. Kann er hier vielleicht eine Vorlage oder einen Pass spielen? Hier die Vorlage. Ah, kommt nicht ganz an. Ja, komm, Sinclair. Mach mal was. Sprinte da durch. Sehr, sehr stark hier. Der setzt sich da einfach mal durch, aber belohnt sich nicht selber. Was war das von Max? Nochmal. Hier. Zum Sinclair. Macht er hier was? Der ist schnell. Der ist schnell. Er dribbelt hier durch. Und Abschluss. Und den macht er auch, Sinclair. Den macht er souverän rein. Den Pass gespielt. Zum Sinclair. Die Außen. Rennen hier einfach mal durch. Der ist ein Cheat. Der spielt so gut. Sein zweiter Treffer. Der gefällt mir wirklich. Hier die Vorlage zum Sinclair. Sinclair ist so schnell und so dribbelstark. Oh, aber da kommt er vorbei. Hier die Flanke. Und Joshua King macht den ganz sauber rein. Außen Sinclair. Sinclair, Sinclair. Sehr, sehr schnell. King spielt zu Sinclair. Hier, komm, 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 komm. Oh, das macht er sehr, sehr gut. Jetzt die Flanke. Und da ist Sinclair. Und der ist übertrieben schnell, wie er sich da behauptet. Vorlage, aber geht nicht rein. Vorlage ein bisschen zu weit. Sinclair, hier gut drüber gespielt. Zur richtigen Stelle. King zum Sinclair. Ah, was macht der da mit seinem Keeper? Den schießen wir mal richtig rein. Und da ist der Treffer. Und natürlich nutzen wir hier die Gelegenheit. Übergespielt. Ah, gar nicht klug. Der Abschluss.
Das macht er sehr, sehr gut. Und die Annahme sogar von Sinclair, übel stark. Ja, jetzt über die Außen Sinclair. Renn, 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 Sprinte. Robin, 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 hier rübergelegt zu King. King, King. Ah, da macht er nicht. Da ist aber der Sinclair. Oh, die Vorlage perfekt zum Joshua King. Er geht raus aus irgendeinem Grund mit dem Keeper. Und er geht nicht ganz rein, aber Sinclair ist natürlich da. Sinclair ist wie immer da. Die Vorlage zum Sinclair. Perfekt gespielt. Und wir lüpfen den einfach mal. Geht natürlich rein. Sinclair, 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 Sinclair. Boah, Flanke. Ah, komm nicht ganz an. Ah, hier, komm, 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 komm. Sinclair hier. Vorlage. Nochmal zum Sinclair. Und hier mal ein Finesse-Schuss. Ah. So, jetzt kommen wir zu dieser Karte hier. Sinclair, 4 Sterne schwacher Fuß, 4 Sterne Spezialbewegung. Und ja, was soll ich euch zu dieser Karte sagen? Also diese Karte ist übelst gut. Sie verspricht genau das, was in den Werten da wirklich drin steht. Ja, diese Karte kann ich auf jeden Fall nur weiterempfehlen. Also wir kommen jetzt zu den Stärken dieses Spielers, und zwar sein Sprinttempo natürlich. Er ist übel schnell, fühlt sich teilweise wie 99 Tempo an, und auch sein Dribbling-Stat ist übertrieben gut. Der hat zwar auf der Karte nur 82 Dribbling, fühlt sich aber wie 90 Dribbling an, wenn ich ganz ehrlich bin. Und auch sein Schuss-Stat jetzt mit 80 ist ein bisschen zu low. Er fühlt sich wirklich wie mindestens 85 Schießen an. Bin wirklich zufrieden mit dieser Karte. Also er hat alles, was so ein Linksflügelspieler so braucht. Er ist sehr, sehr wendig, er ist sehr, sehr beweglich und ich kann diese Karte nur weiterempfehlen. Jetzt kommen wir zu den Schwächen und er hat wirklich nicht viele Schwächen. Es gibt nur eine Sache, ein Manko, was bei ihm jetzt nicht so krass ist, und zwar beim Physis-Stat. Der kann sich nicht immer behaupten automatisch. Der hat zwar 76 Physis, kommt aber nicht immer an den Innen- oder Außenverteidigern vorbei. Und das ist so ein bisschen das Manko bei den Physis-Stats, dass er ein bisschen zu schwach ist, ein bisschen. Er kann sich da nicht ganz gut durchsetzen. Aber ansonsten würde ich diese Karte wirklich empfehlen. Und die ist übel stark. Die kannst du sogar auch im Foot Champion zocken. Entweder bei der Startelf oder als Einwechselspieler. Diese Karte verspricht wirklich das, was auf den Karten steht an Stats. Und wenn ich ihnen ein Rating geben müsste, dann würde ich ihnen auf jeden Fall eine 9,5 von 10 Punkten geben. Weil er einfach sehr, sehr gut ist. Und das einzige Manko ist wirklich die Physis. Aber sonst passt da eigentlich alles bei diesem Spieler. So, das war es soweit mit der dritten Folge des Player Reviews. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und es wird natürlich weiterer FIFA-Content vorproduziert. Und ihr könnt gerne ein Like und ein Abo dalassen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und bye.